So, liebe Leute, mal wieder ein Video von mir, jetzt nach ein paar Tagen Pause wieder, aber ich habe sehr intensiv an der neuen Homepage gearbeitet, sehr viel dort programmieren müssen, im Hintergrund aufbauen müssen etc. Und wenn die Homepage in 2-3 Wochen online gehen soll, dann soll natürlich auch alles perfekt sein und funktionieren. Gerade auch die ganzen Videokurse, die ich dann dort gemacht habe und eingepflegt habe, die sollen natürlich auch funktionieren und das Ganze soll natürlich Mehrwert bieten. Deshalb habe ich auch nicht so viele Videos gemacht, aber es wird natürlich dann, wenn das Ganze einigermaßen läuft und funktioniert, werden natürlich wieder mehr Videos kommen. Heute aber mal mit einem FAQ, also ein paar Fragen und Antworten, die ich so in den letzten Tagen und Wochen bekommen habe. Ich werde die ganzen Fragen jetzt immer sammeln und dann auch auf der Homepage in dem Beitrag Wiki quasi jeden Sonntag beantworten in einem Pulk. Dann habe ich das alles auch gesammelt und kann mich da ransetzen. Und dann habt ihr dort eben auch alle Sachen zum Nachlesen. Also wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie auch unter dieses Video. Dann werde ich mir die besten dann auch raussuchen und dann eben hier in Videoform dann veröffentlichen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne auf der neuen Homepage vorbeischauen. Domainname und so weiter muss ich mir noch überlegen. Ist halt erstmal jetzt alles relativ provisorisch, aber es gibt schon sehr viele interessante Artikel darauf. Und eine aktuelle Frage, die heute reinkam, die habe ich mir jetzt hier alle aufgeschrieben oder rausgesucht. Das war die Frage nach dem, wie kann man den Kalorienbedarf jetzt wirklich bestimmen? Welcher Rechner ist gut? Welche Formel oder was auch immer soll ich benutzen? Tja, da kann ich einfach nur zu sagen, dass man das Ganze, egal mit welcher Formel das macht, man das macht, ob man das mit einem Fitness-Tracker macht oder wie auch immer, man wird es niemals so genau berechnen können, dass man sich wirklich so genau die Ernährung darauf abstimmen kann, dass das alles hundertprozentig passt. Wir müssen auch überlegen oder wir müssen auch mit einberechnen generell, dass der Körper nach oben und unten hin 500 Kilokalorien plus oder minus immer anpassen wird. Wenn wir 500 Kalorien Überschuss essen, dann wird eben mehr Wärme produziert, dann geht eben mehr ins Klo rein, dann wird nicht so viel aufgenommen oder wie auch immer. Und dementsprechend, wenn wir jetzt, sag ich mal, 2000 Kilokalorien Grundbedarf haben und 2500 jeden Tag essen, würden wir trotzdem nicht zunehmen, weil der Körper sich eben anpasst nach oben hin. Wenn wir es dann natürlich übertreiben oder dann auch stark verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, die eben sehr schnell aufgenommen werden und verarbeitet werden, dann ist das vielleicht eine andere Sache. Aber ansonsten, wenn wir uns mit natürlichen Lebensmitteln ernähren quasi und 500 Kalorien im Überschuss sind, wird das nichts ausmachen. Genauso aber auch nach unten hin, wenn wir 500 Kalorien im Defizit sind, dann wird der Körper erstmal die Temperatur runterregulieren, wird dann eben die Verdauung ist sowieso langsamer, weil wir ja sowieso aufnehmen, wird dadurch aber auch mehr aufnehmen etc., wird sich dorthin anpassen mit seinem Kalorienbedarf. Und wenn wir dann in der Diät nicht weiterkommen, dann ist es eben deshalb, weil der Körper sich nach unten hin angepasst hat. Wenn wir also die ganze Zeit 200, 300 Kalorien im Defizit sind und nicht mehr weiter abnehmen, dann ist es eben so, weil der Körper sich angepasst hat. Da kann ich noch so viel mit einem Rechner ausrechnen. Irgendwann wird der Körper sich nach oben und unten anpassen. Das ist in den Rechnern dann nicht berücksichtigt. Wenn du jetzt 2 Wochen Diät machst, dann ist dann aus deinen 2000 Kalorien, die der Rechner dir dann ausspuckt, sind dann 1700 Kalorien Grundbedarf geworden. Weil das eben so ist. Aber der Körper wird auch schnell wieder umstellen, wenn du dann wieder mehr isst. Also macht euch da keine Gedanken. Der Stoffwechsel kann auch nicht einschlafen und so weiter. Versucht einfach verschiedene Rechner, probiert einfach verschiedene Rechner aus, verschiedene Formeln etc. und holt euch da so einen Durchschnittswert. Die eine Formel hat dann 1900 Kilokalorien Grundbedarf, die andere 2100, nimmt dann 2000 und fertig. Und schaut einfach, wie euer Körper eben auf diesen Kalorien dann reagiert, wie er reagiert, wenn ihr nach oben, nach unten ein bisschen anpasst, wie ist das im Wochendurchschnitt etc. Ernährungstagebuch führen ist das A und O, was ihr auf jeden Fall immer machen solltet. Ihr könnt auch so Kleinigkeiten nie mit einberechnen. Das wird auch euer Fitness-Tracker oder sonst was, wird das nie mit einberechnen. Wenn ihr jetzt draußen mal Holz hacken geht oder sonst was oder einen schweren Wäschekorb hochtragt oder so, was kumuliert über den ganzen Tag eben auch mehr, was weiß ich, mal 100, 200 Kalorien mehr verbrauchen kann, solche Aktivitäten, mal eben zum Bus sprinten, schwere Einkaufstaschen tragen etc. Das wird der Fitness-Tracker, wird das nicht mitkriegen. Der nimmt nur so ein Herzfrequenzdurchschnitt, so alle 20 Minuten oder sowas, schaut doch mal nach, wie sieht es gerade aus
Oder wie sieht das aus mit den Schritten etc.? Wird das dann zusammenrechnen und wird euch einen Durchschnitt geben. Er wird aber niemals genau sagen können, wie das ist. Ich sage euch, wie ich das mache. Ich rechne mir eben auch aus, so im Durchschnitt, wie kann das ungefähr sein? Auch mit dem PAL-Faktor sitze ich die ganze Zeit, habe ich vielleicht eine stehende Tätigkeit oder sonst was. Hab da meine 2000 Kalorien, die mir der Rechner dann am Tag als Grundumsatz ausrechnet. Und rechne einfach dann so im Kopf mal so ein bisschen überlegungstechnisch dazu. So, heute bin ich 10 Kilometer gelaufen. Ich weiß ganz genau, durch einen Brustgurt, den ich mal getestet habe, könnt ihr auch Tabellen aus dem Internet nehmen oder dort Rechner mal eintragen. Dann wisst ihr, ich habe auf 10 Kilometer einen Verbrauch von 600 Kilokalorien. Dann rechne ich die einfach drauf. Dann schreibe ich in meiner Tabelle, schreibe ich dann 2600 Kilokalorien verbraucht heute. Ganz einfach. Ob es dann plus 100, minus 100, plus 200 sind, das ist scheißegal, weil der Körper sich dementsprechend anpasst. Ja, und ihr müsst das Ganze eben über einen längeren Zeitraum beobachten und irgendwann bekommt ihr so ein Gefühl dafür. Ansonsten wird euch keiner eine genaue Zahl sagen können, du verbrauchst halt das, du verbrauchst halt das. Habe letzte Woche einen Ernährungsplan auch für jemanden gemacht, der dann isokalorisch auch war für seine Diät. Er wollte eben auch ketogen machen. Habe die erste Woche so gemacht, dass das Ganze eben auch isokalorisch ist, dass man erstmal den Heißhunger verliert etc. Kohlenhydrate erstmal runter. Und dann hat er natürlich kein Gewicht verloren. In der zweiten Woche habe ich dann die Kohlenhydrate entsprechend reduziert, auf ihn angepasst. Und dann hat er eben Gewicht verloren. Ganz, ganz normal, ganz einfach. Und so müsst ihr das eben auch machen. Ihr müsst eure Range finden. Wenn ich jetzt dann merke, wenn er mir nächste Woche sagt, du, ich kann mit den 300 Kalorien Defizit, habe ich diese Woche jetzt kein Gewicht mehr verloren, dann wird der Ernährungsplan angepasst auf 500 Kalorien Defizit. Und dann wird eben geschaut, okay, jetzt wird es aber langsam auch kritisch etc. Was kann man noch tun? Vielleicht ein bisschen mehr Sport einbauen etc. Das heißt, nehmt diese Ernährungsrechner nicht als voll, sondern nur so als Richtwert für euch persönlich und überlegt dann, gut, ich bin Maurer, da mache ich einen PAL-Faktor von 1,5 noch mit drauf, das Ganze, und dann passt das auch. Und wie gesagt, nehmt das alles nicht so eng, euer Körper ist entspannter als ihr am Ende. So, jetzt mal so die Fragen so im Schnelldurchlauf, die jetzt auch in der Wiki drin stehen, die über die Woche halt angekommen sind. Also ein paar davon. Low Carb ohne Ketose, ist das jetzt auch gut für den Fettverlust? Also wenn ich jetzt 200 Gramm Kohlenhydrate oder so drin habe oder 100 Gramm und dann noch ein bisschen Low Carb natürlich bin. Low Carb definiere ich als weniger Kohlenhydrate zu sich führen, als der Körper quasi verbrauchen würde am Tag. Also das Gehirn braucht ja Glucose, wenn es das Gehirn so 100 Gramm Glucose am Tag braucht, noch so ein paar Organe etc., sag ich mal so 150 Gramm am Tag, was die Leber dann noch speichern kann. Wenn ich da runter bin und der Körper dann eben Alternativen irgendwie suchen muss, dann würde ich sagen, ist man Low Carb. Wenn man das Ganze natürlich mit Kohlenhydraten decken kann, dann ist okay. Der bevorzugte Energieträger ist sowieso Fett und ob wir uns jetzt mit 300 Gramm Kohlenhydraten zustopfen oder 200 Gramm, das macht dann eben den Braten nicht fett. Da wird die Fructose eben auch in Fett umgewandelt oder Glucose eingespeichert und am Ende ist das dann auch nicht so kriegsentscheidend, sag ich mal. Aber ihr könnt natürlich auch Low Carb, ihr müsst nicht unbedingt ketogen gehen. Dann ist immer noch die Energiebilanz der Woche, des Tages entscheidend natürlich für die Abnahme. Wie gerade schon gesagt, nehmt ihr weniger Kalorien auf, als ihr, das ist ganz normale Physik eigentlich, ne? Der ganze Körper besteht, ist zwar biochemische Vorgänge im Endeffekt, aber im Endeffekt ist es dann auch wieder Physik wegen Teilchenaustausch und so weiter auf kleinster Ebene und Energie verschwindet nicht, Energie wird nur umgewandelt, ne? So ist das halt. Also Kaloriendefizit, wobei natürlich auch immer noch die Qualität der Nahrungsmittel, wenn ich 100 Gramm Erdnüsse esse, ganze Erdnüsse, und die haben dann 600 Kilokalorien, nehme ich nicht diese 600 Kilokalorien auf, sondern nehme vielleicht 400 Kilokalorien auf, weil der Rest natürlich auch als Ballaststoffe etc. durchgeht. Und wenn ihr da mal im Klo schaut mit einem Sieb, dann werdet ihr da die Hälfte der Nüsse noch drin sehen. Das heißt, die Hälfte ist gar nicht aufgenommen worden. Wenn ihr das Ganze aber als Erdnussmus macht, dann werden davon wahrscheinlich 550 Kilokalorien aufgenommen. Und dann, das ist ja diese
dieses dämliche Denken, was so manche High-Carb-Leute halt haben, dass man eben unendlich viel essen kann, wenn man High-Carb macht, das ist Quatsch. Ihr nehmt einfach nur nicht so viel auf. Ihr könnt 500 Kalorien Möhren essen, ihr werdet aber maximal davon vielleicht 300 Kilokalorien, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 300 Kilokalorien aufnehmen und am Ende habt ihr nämlich trotzdem eine negative Kalorienbilanz, weil ihr natürlich genau trackt, oh, so eine Möhre, die hat in einem abgeschlossenen System hat die einen Brennfaktor von, ach, keine Ahnung, was die jetzt haben, 50 Kilokalorien. Aber was der Körper am Ende aufnimmt, wenn ihr diese Möhre als Ganzes esst, ist viel weniger. Ja, da habe ich auch schon mal ein Video vom SWR, glaube ich. Sucht einfach mal bei YouTube. Ist eine Kalorie, da geht es dann um Mandeln. Das heißt, ihr könnt von ganzen, also von vollständigen Nahrungsmitteln könnt ihr mehr essen quasi, als wenn ihr verarbeitete Nahrungsmittel esst. Das ist bei allen so, egal ob Nüsse oder Obst oder sonst was. Und wenn ihr euch natürlich dann euren Smoothie mit den gleichen Kalorien reinzieht, werdet ihr davon mehr Kalorien aufnehmen, als wenn ihr die gleiche Menge als ganzes Nahrungsmittel zu euch führt. Und das begreifen viele anscheinend nicht. Und deshalb sehen die auch so dünn aus, diese ganzen High-Carb-Leute, weil die eben, die nehmen die Kalorien nicht auf, die tracken dann ihre 3000 Kalorien, sagen, ich habe 3000 Kalorien am Tag verbraucht, aber in Wirklichkeit haben die dann nur 2000 aufgenommen, sind wahrscheinlich sogar in Ketose, wenn die das Ganze mit Rohkost noch machen und Sprossen und so weiter. Ich wette damit, dass da einige von, wenn die jetzt nicht diese früchtebasierte Sache machen, sondern eher auf Gemüse, Sprossen, Gräser und so weiter setzen, dass da ein Großteil von denen mit Sicherheit sogar Ketonkörper produziert und die in Ketose sind. Wette ich für. Würde ich gerne mal, wenn da einer draußen bereit ist, vielleicht mache ich auch mal so eine Woche wirklich Rohkost nach diesem System, eben nicht mit Trockenfrüchten und so weiter, und werde mal meine Ketonkörper messen. Ich wette drum, dass ich in Ketose bin. So, lange Frage, gut, kurze Antwort, ne? Gesättigte oder ungesättigte Fettsäuren? Gesättigte Fettsäuren sind nicht schlimm. Das ist immer wieder diese scheiß Korrelationskacke, die immer wieder vorgebracht wird. Ich erkläre euch das mal ganz kurz. Es gibt keine einzige Studie, die wirklich gezeigt hat, also wirklich klinisch gezeigt hat, gesättigt ist schlecht. Das sind alles nur diese Korrelationen. Dann nimmt man eben Leute, die sich gesund ernähren, in vielen Fällen eben auch Veganer etc., die eben auf ihre Gesundheit achten, und vergleicht die mit Leuten, die eben Fastfood essen. Vergleicht doch mal die Leute mit Leuten, die sich wirklich auch gesund High-Fat ernähren. Jetzt zum Beispiel ketogene Ernährung oder sonst was. Wenn man da nämlich einen Vergleich machen würde, sähe die ganze Sache schon wieder anders aus. Wenn ich aber einen Hamburger habe, der Hamburger hat noch ein Patty aus Weizenmehl, da ist noch Ketchup mit drauf, da sind noch andere Stoffe mit drin etc. pp. Das Ganze wird dann gebacken in Sonnenblumenöl etc. Und dann noch die Pommes dabei, die eben auch frittiert sind. Und wenn ich dann natürlich am Ende eine Korrelation habe, oh, da sind gesättigte Fettsäuren drin, oh, da steigt das Herzinfarktrisiko. Woran liegt es denn? Liegt es jetzt an den gesättigten Fettsäuren, die da drin sind? Genau die gleiche Korrelation hätte man dann mit den Kohlenhydraten. Die gleiche Korrelation hätte man dann wahrscheinlich mit enthaltenen Zusatzstoffen, mit frittierten Sachen zum Beispiel. Also frittierte Sachen, höheres Krebsrisiko oder sonst was. Und vor allen Dingen das Sonnenblumenöl, was da drin ist, ne? Dass das frittiert wird. Omega-3-Bombe ohne Ende, Sonnenblumenöl, Margarine etc. Lasst dieses scheiß Sonnenblumenöl raus. Auch andere pflanzliche Öle sind nicht so der Burner. Dann lieber auf gesättigte tierische Fette setzen. Schmalz, Speck, Kokosöl ist aber auch noch super. Besteht aber auch zum Großteil aus gesättigten Fettsäuren. Dann, was haben wir noch? Butter. Haben alle einen viel höheren Hitzebeständigkeit quasi, dass dort eben keine krebserregenden Stoffe quasi gebildet werden. Wenn ich Olivenöl erhitze oder so, habe ich schon nach ein paar Grad krebserregende Stoffe. Also macht euch keine Gedanken um diese gesättigten Fettsäuren. Es ist sogar eher so, dass diese ungesättigten Fettsäuren oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wenn es jetzt nicht gerade Omega-3 ist, eben eher diese negativen Auswirkungen haben, wenn sie aus pflanzlichen Quellen stammen. Aber macht euch da nicht so einen Kopf drum, ob gesättigt oder ungesättigt jetzt. Achtet einfach ein bisschen auf Ausgewogenheit. Kaloriendefizit und gleichzeitiger Muskelaufbau möglich. Ja, habe ich gezeigt die letzten Wochen. Schaut euch meine Videos an. Ich war leicht im Defizit. Leicht.
im Endeffekt würde ich sagen isokalorisch, weil der Körper sich eben auch anpasst. Habe aber Muskelmasse aufgebaut und Kraft dazu gewonnen. Ich bin jetzt bei 100 Kilo Bankdrücken, habe angefangen bei 90 Kilo. Also eine sehr gute Entwicklung, würde ich sagen. Und das, obwohl ich die ganze Zeit alle zwei Tage mal so einen Halbmarathon oder so laufe und dann noch Intervalltraining, also hauptsächlich Lauftraining mache. Was ich jetzt mache, ist gerade mal, jetzt so in den letzten drei Wochen vor Marathon sind gerade mal, was habe ich pro Übung? 5 Minuten. Das war's. Mehr mache ich nicht. Und ich kann trotzdem immer noch meine Kraft halten und die Werte werde ich auch mal euch natürlich zeigen. Wenn das Kaloriendefizit natürlich so groß ist, dass der Körper an allen Ecken und Enden sparen muss, dann ihr auch kein Protein zuführt oder weniger Protein zuführt etc., dann irgendwann wird der Körper natürlich sagen, nee, ich will nicht mehr aufbauen und wird natürlich dann reduzieren. Ihr könnt vielleicht Muskelmasse dann erhalten, aber wenn ihr 1.000-1.500 Kilokalorien im Defizit seid, dann könnt ihr nicht davon vom Körper erwarten, dass er eben gleichzeitig noch mega Muskelmasse aufbaut. Das wird natürlich isokalorisch viel besser klappen. Und dann habt ihr isokalorisch immer noch diese Anpassung von 500 Kilokalorien etc. Wenn ihr schon Defizit macht, dann werden andere Sachen wie Mealtiming etc. werden dann noch ein bisschen wichtiger. Wenn ihr euch aber überschüssig ernährt und da braucht ihr auch keine Massephase. Ich habe jetzt einen mit Massephase aus der Disco, den ich kenne, der hat Massephase vor 2 Jahren gemacht. Der sieht heute immer noch so fett aus. Der hat sein Fett nicht mehr losbekommen. Also pff, geile Massephase. Da hat sich gelohnt, das Ganze zu machen, weil er natürlich dann nachher, ja, das zu schwierig wird, das wieder abzubauen, wenn du dann 8 Kilo Fettmasse drauf gewonnen hast. Sieht heute aus wie ein Michelin-Männchen dann. Auf jeden Fall leichter Überschuss, überhaupt gar kein Problem. Wie gerade gesagt, 500 Kilokalorien mal im Überschuss zu sein, gerade an Trainingstagen, ist nicht schlimm. Wenn ihr dann an trainingsfreien Tagen euch wieder isokalorisch ernährt oder vielleicht ein bisschen Defizit habt, ist das völlig in Ordnung. Könnt ihr euch auch anmelden auf meiner Homepage. Kostet gerade mal 1 Euro für 2 Monate. Da könnt ihr den Artikel lesen zum Thema Protein-Biosynthese, Mealtiming etc. Habe ich es ganz genau mit Studien dargelegt, was man wie wann machen kann, essen sollte etc. Auch um das Training herum, um da einen möglichst hohen Benefit draus zu haben. Kann Koffein und Aspartam den Fettabbau oder die Ketose einschränken? Die Ketose einschränken kann es jetzt nicht. Der Stoff an sich, die Auswirkungen von dem Stoff. Aspartam zum Beispiel als Süßungsmittel, wenn ich mir den ganzen Tag natürlich Cola mit Aspartam reinhaue, da ist kein Zucker drin, da wird keine Energie geliefert, ist klar. Direkt wird es keine Auswirkungen haben, aber indirekt, indem der Körper natürlich immer wieder an dieses Süße erinnert wird, dann bekomme ich Heißhungerattacken, nehme dadurch dann eben die Kalorien auf etc. Aber direkt Aspartam hat jetzt nicht die Auswirkung. Bei Aspartam bin ich mir auch selber noch nicht wirklich sicher. Ich sag mal, jeder Stoff, ich meine, man sieht es ja zum Beispiel an den ganzen Weichmachern und so weiter, dass die, wurde jetzt auch gezeigt, bei Hunden kam ein neuer Artikel, dass die eben verminderte Spermienqualität haben etc., weil bestimmte Stoffe eben in den Nahrungsmitteln drin sind und in diesen Weichmachern sowieso generell. Das heißt, dass auch eben geringe Mengen sich eben ansammeln können im Körper und dann irgendwann nach ein paar Jahren vielleicht eine Auswirkung haben. Aspartam ist in so geringen Mengen jetzt in so einer Cola drin, dass es keine direkten Auswirkungen haben wird. Man weiß aber eben nicht, wie sich das auf lange Zeit auswirkt. Und auch wenn ich jetzt nicht pauschal sagen möchte, ist schlecht oder gut, man muss sich immer vor Augen halten, dass ein künstlich zugeführter Stoff eben auf Dauer vielleicht doch irgendwas bewirken könnte und dass man nach Möglichkeit, ich esse auch oder ich trinke oder wie auch immer, esse ich auch mal künstliche Sachen, ganz klar. Aber ich versuche sie auf jeden Fall zu reduzieren. Ich habe jetzt auch keine Plastikflaschen mehr. Ich hole mir kein Wasser mehr aus Plastikflaschen. Ich habe meine Thermokanne hier, meine Thermopumpkanne, da sind 3 Liter jetzt drin. Und da mache ich mir täglich immer aus dem Wasserkran einfach nur ganz normales Leitungswasser. Weil man kann sich auch an jeder Stadt kann man sich so einen Zettel raus, so eine Untersuchung vom Wasser raussuchen. Da kann man sehen, da ist auch Kalzium drin, Magnesium drin etc. und kann entsprechend machen. Aber um nicht vom Thema abzuweichen, also Fettabbau wird es jetzt nicht einschränken. Koffein hat ja eher den gegenteiligen Effekt, dass es den Kreislauf eher anregt und dadurch natürlich mehr Energie verbraucht, mehr Fett verbraucht etc. Man muss sich aber auch vor Augen halten, wenn ich das Koffein dann wieder reduziere,
ich sag mal, ich esse, trinke morgens 2 Tassen Kaffee oder so. So, dann habe ich 6 Stunden lang einen erhöhten Kreislauf, verbrauche mehr Energie. Das ist aber auch nicht die Menge. Sagen, wenn ich 10 Kilokalorien mehr die Stunde verbrauche, ist das okay. Dann habe ich aber nach dieser 6-Stunden-Phase, wenn das Koffein nachlässt, komme ich wieder in so einen Tal rein, wo ich eher müde werde. Das heißt, das gleicht sich dann wieder aus und ich habe dann die gleiche Baseline über den Tag. Und da kann ich so viel Kaffee dann morgens trinken, wie ich will, wenn ich dann abends wieder müde werde und die Energie dann halt spare im Endeffekt oder der Körper, weil ich eben vormittags so viel verbraucht habe, gleicht sich das aus. Und ja, großartige Auswirkungen wird das nicht haben. Protein oder Fett direkt nach dem Training? Fett würde ich jetzt nicht direkt nach dem Training zu mir nehmen. Der Körper ist sowieso im Fettverbrennungsmodus, also da schwirrt genug Fett in eurem Blut rum, da braucht ihr nicht nochmal extra Fett zuführen. Protein ist das Wichtigste, Kohlenhydrate ist auch nicht wichtig. Euer Blutzuckerspiegel ist nach dem Training sowieso angehoben. Ihr habt einen Blutzuckerspiegel von 110, 120 nach dem Training. Ganz normal, weil die Leber eben auch Gluconeogenese betreibt etc. Die Kohlenhydrate aus der Leber natürlich überall verteilt. Und direkt nach dem Training habt ihr eben erhöhten Blutzuckerspiegel. Und dann muss natürlich auch Insulin ausgeschüttet werden. Ihr braucht dieses Blutzucker nicht mehr. Und dann wird es natürlich wieder eingelagert. Dann wird Insulin automatisch ausgeschüttet, obwohl ihr keine Kohlenhydrate zu euch nehmt, weil euer Blutzuckerspiegel eben oben ist durch das Training. Und dann kommt ihr irgendwann aber trotzdem in so einen leichten unterzuckerten Zustand, weil natürlich das Insulin da noch rumschwirrt. Irgendwann ist aber die ganze Glucose raus aus eurem Blut quasi und dann kommt ihr in so einen leichten Unterzuckerungszustand nach dem Training, wenn ihr keine Kohlenhydrate zu euch führt. Zurück zum Thema, Protein aber zuführen, weil ihr sowieso Insulinausstoß habt. Protein haut nochmal die Hälfte vom Insulinausstoß von Kohlenhydraten drauf. Das heißt, ihr habt genug, um alles direkt in die Muskulatur einzulagern. Macht euch aber keine Gedanken über einen Shake direkt nach dem Training etc. Wenn ihr ganz normal trainiert seid, wenn ihr nicht 2-3 Trainingseinheiten volle Pulle am Tag macht, ist Mealtiming erstmal eine irrelevante Sache. Könnt ihr euch eben, wie gesagt, auch auf der Homepage anschauen. Auf jeden Fall, ihr braucht nicht unbedingt Kohlenhydrate nach dem Training. Ihr könnt damit durch langkettige Kohlenhydrate, Cashewnüsse oder sonst was, könnt ihr dieses leichte Unterzuckern, was ich gerade gesagt habe, könnt ihr vielleicht ein bisschen unterbinden, dass ihr euch da nicht unbedingt schlapp fühlt oder wenn ihr da noch auf Arbeit seid oder so, kann man das ein bisschen reduzieren oder macht einen kurzen Powernap. Das ist ziemlich geil. Ich habe das immer gemerkt, wenn ich dann wirklich so 1-2 Stunden nach einem richtig harten Training in so einen leichten Unterzuckerungszustand komme und einen Powernap mache, 10 Minuten reicht, bam, wieder voll auf Höhe danach. So, dann gab es noch eine Frage zur HRV-Messung, die lasse ich jetzt mal raus hier, weil die wahrscheinlich wenig Leute interessiert. Ganz kurz vielleicht, wie lange sollte die HRV-Messung sein, also Herzratenvariabilitätsmessung. Schaut euch das Video einfach mal an in meinen Kursen, 3 Minuten würde ich jetzt so sagen. Ketose und Ernährung, wie viel Protein sollte in der Ketose zugeführt werden? Maximal 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Trainingstagen reicht völlig aus. Habe ich euch schon mal gezeigt in dem Protein-Video. Bei 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist der, die Stickstoffbilanz bei den Ausdauerathleten, die dort gezeigt wurden, positiv. Also hatte jeder Ausdauerathlet eine positive Stickstoffbilanz. Heißt, jeder hatte genug Protein zugeführt und reicht dann völlig aus. An trainingsfreien Tagen reicht auch 1,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder sogar noch weniger. An Trainingstagen kann man ein bisschen mehr zuführen, gerade wenn man extrem harte Einheiten macht, so über 1 Stunde, 2 Stunden Ausdauereinheiten. Ansonsten reicht 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, seid ihr in einer sicheren Range drin. Das Ganze sieht natürlich noch ein bisschen anders aus, wenn ich stark übergewichtig bin, 30% Körperfett habe oder so, dann darf ich nicht 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nehmen. Dann, ich sag mal so, 1,5 bis 2 Gramm pro fettfreier Masse. So als Richtung. Carbloading, Carb Cycling oder Cycling, Ketogenic Diet. Also Carbs um das Training herum. Refeed Day ist damit jetzt nicht gemeint. Also Refeed Day, habe ich euch ja gesagt, halte ich sowieso nichts von, weil euch das wieder für eine Woche völlig aus der Ketose rausschmeißt und ihr dann im Endeffekt keinen Vorteil von der Ketose überhaupt habt.
Man kann mit den Kohlenhydraten arbeiten und das ist auch so bei einigen High-Carbern noch nicht so wirklich angekommen in deren Köpfe, dass ketogene Diät erstmal keine High-Protein-Diät ist, dass es nicht High-Eiweiß heißt. Wenn ihr so Leute seht, die sowas behaupten, zeigt ihnen ruhig mal meine Videos. Es ist keine High-Protein-Diät, sondern eine High-Fat-Diät. Das Ganze bedeutet nicht, dass wir Angst haben vor Kohlenhydraten oder Kohlenhydrate verteufeln, sondern wir benutzen oder wir setzen die ketogene Diät als Tool quasi ein, um unsere sportliche Leistungsfähigkeit, um die Leistungsfähigkeit, um über den Tag verteilt quasi alles Mögliche zu steigern. Das ist ein Tool, das ist keine Angst vor irgendwelchen Kohlenhydraten oder sonst was. Wenn ich, ich sag mal, mit einem Auto kann man es jetzt, ich baue stärkere Bremsen in meinem Auto ein oder so, ja. So, dann habe ich nicht Angst, dass ich mit den ganz normalen Bremsen, was weiß ich, irgendwie einen Auffahrunfall machen würde, sondern ich möchte vielleicht einfach nur, ja, das ist ein schlechtes Beispiel einfach. Wie gesagt, man hat keine Angst vor Kohlenhydraten. Man benutzt die kohlenhydratreduzierte Ernährung eben, um daraus Vorteile zu generieren. Das ist alles. Das heißt nicht, dass Kohlenhydrate aus Früchten etc. uns negativ beeinflussen, uns morgen Krebs verursachen oder sonst was. Das ist Quatsch. Von diesem Übermaß an Einfachzuckern in Gummibärchen etc., die ganzen Weißmehlprodukte, da sage ich ganz ehrlich, dass diese ständig erhöhten Blutzuckerwerte, dass die mit Sicherheit negative Auswirkungen haben. Wenn wir aber einen sehr hohen Fructoseanteil dabei haben, der auch nicht den Blutzuckerspiegel erhöht, wie wir ihn jetzt in Früchten zum Beispiel haben, sondern eben auch in der Leber in Fett umgewandelt wird, liebe High-Carber. Ihr seid nicht High-Carb. Euer Körper läuft genauso auf Fett und wandelt genauso gut die Stoffe, die ihr aufnehmt, die Fructose und so weiter, in Triglyceride, in Fett um, in Fettsäuren, die euer Körper bevorzugt. Euer Körper bevorzugt vorzugsweise Fett und nicht Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind nicht der bevorzugte Energieträger des Körpers. Rallt das endlich mal, ihr Vollidioten. So, und das ist eben der springende Punkt, dass wir, wie schon gesagt, auch an die ganzen Hardcore-Keto-Leute da draußen, die anfangen rumzuheulen, wenn man eben keine Ketonwerte von 3,0 hat und so weiter, habe ich jetzt auch einen Artikel auf der Homepage geschrieben, könnt ihr euch auch angucken, wie das zusammenhängt mit den hohen Kohlenhydratwerten und wenn man doch dann, Ketonwerten und hohen oder niedrigen Blutzuckerwerten etc., sind hohe Ketonwerte überhaupt nötig oder was sagt das überhaupt aus? Das ist totaler Bullshit, dass einige sich da einreden, ich muss unbedingt einen Wert haben von 2,0, 3,0 und wenn das nicht ist, dann muss ich noch weniger Kohlenhydrate essen. Befreit euch von dieser Kacke endlich mal. Ihr wisst überhaupt nicht, was euer, vielleicht ist das nochmal ein extra Thema natürlich wert. Jetzt labere ich einfach nur so rum, die Fragen sind schon lange vorbei. Ich hatte schon mal dieses Video gepostet irgendwann, wo der Mann dort referiert hat, auf jeden Fall, jetzt schlag mich tot, wie er heißt, wo er am Ende gesagt hat, es kommt nicht auf die Ketonwerte an, es kommt nicht darauf an, wie tief wir in der Ketose sind, wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie Krebs bekämpfen wollen oder eine Krankheit oder so. Es kommt darauf an, dass wir unseren Körper auf Fettverbrennung optimieren, dass wir eine richtige maximale Fettverbrennungsmaschine werden und Ketonkörper sind einfach nur ein Indiz dafür, dass wir eben gerade diese Fettverbrennung überhaupt auch in Ruhe etc. fahren und nicht nur beim Sport eben. Und daraus eben die Vorteile haben, weil die Fettverbrennung eben bevorzugt vom Körper ist und sauber vonstatten geht, keine Abfallprodukte wie Laktat etc. zur Folge hat und wir damit natürlich auch Vorteile haben können. Ketogene Ernährung hat eben noch weitere Vorteile, zum Beispiel, dass die Ketonkörper die Beta-Hydroxybrüde, BHB, zum Beispiel entzündungshemmend wirken. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel auch Fasten genauso gut wirkt wie eine ketogene Ernährung, weil es nichts anderes ist. Ihr produziert einfach Ketonkörper. Wenn ihr eine vegane, von mir aus auch nennt es High Carb, aber eine roh vegane Ernährung macht mit 1000 Kilokalorien, wenn ihr eine Detox-Tour macht, wenn ihr solche Sachen macht,
dann habt ihr nichts anderes als am Ende eine Art Fastenzustand, wo euer Körper eben auch Ketonkörper produziert. Und ihr macht genau das Gleiche, wie wir machen, dann im Endeffekt bei einer ketogenen Ernährung, nur dass wir eben viel mehr essen können dann und noch viel mehr Vorteile daraus ziehen können, dass wir eben nicht spargeldünn aussehen etc., dass wir eben trotzdem dann noch gut aufbauen können, dass wir trotzdem noch ein hohes Hormonniveau haben etc., dass wir die ganzen Vitamine etc. noch mit drin haben, die man dann vielleicht nicht so in diesem Maße drin hat und gerade bei diesen Detox-Kuren und so schnell mal in so Mangelerscheinungen reinkommt. Ja, das auf jeden Fall zum Frage-Antwort-Spiel hier heute. Also, wenn ihr Fragen habt, stellt sie unter dieses Video einfach drunter oder die anderen Videos natürlich. Ich sammle die dann alle und werde sie dann geballt nochmal beantworten. Und ansonsten wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder mehr ein bisschen Vlog, Blog, irgendwas geben. Und eins habe ich gelernt in den ganzen Vlogs, man muss jetzt immer wieder zeigen, ist das so ein Trend oder so? Man muss immer zeigen, wie man so seine Haustür aufschließt, wie man sein Auto aufschließt, wie man seinen Gang einlegt, wie man wahrscheinlich aufs Klo geht, wie man auf den Abspüler drückt und so weiter. Naja, ihr wisst Bescheid. Sowas, wollt ihr sowas sehen von mir? Ich sag mal tschüss und gebt dem Video einen Daumen nach oben und ansonsten stellt eure Fragen rein und jetzt mache ich mit diesen geilen Switch hier die Videokamera aus.